Und willkommen zurück zu Alun 2, zusammen mit Eike. Hallo Eike. Eike, was ist? Ja, Eike hat deinen Powernap gemacht. Jetzt müsste es eigentlich wieder besser gehen, oder? Relativ. Ja, ist ja in der letzten Folge immer weiter abgegangen, gegen Ende. Naja, gut. Ja, schauen wir auf unsere Notizen hier, die ich mir gemacht habe, das Spiel gemacht habe, was ja besser ist als normal. Weil man jetzt was nachschlagen würde. So. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wir haben das Chili-Pulver fertig gemacht. Und jetzt wollte ich euch zeigen, oder wollte dir noch was zeigen, Eike, nicht wahr? Was wir schon vor... wann war das? Wann war das letzte Mal in der Burg? 2, 3 Folgen? Muss hinkommen. Hätten machen können. Nämlich, wie wir an dieses Hackebeil rankommen sollten. Ein Küchenbeil zum Hacken von Fleisch und anderen Dingen. Ja, genau das. Wir müssen das nämlich hier wieder rausbekommen aus den... aus dem Tisch. Und wie machen wir das? Genau. Indem wir den Kessel hier... Das geht so nicht. Den Kessel können wir nicht anheben? Warte mal, irgendwie gibt es da einen Hinweis. Ein schwerer Kessel, zurzeit leer. Ja, den müssen wir allerdings wieder füllen. Ich glaube, wir könnten dieses Seilende auch benutzen. Dieses Seilende ist direkt mit dem Kessel hinter mir verbunden. Ja. Hm, da war wohl noch nicht genug Bums hinter. Ja, wie machen wir mehr genug Bums rein, Eike? Genau, indem wir ihn füllen mit Inhalt aus der Küche. So, ja, in dem Fall das Gemüse. Der Tisch liegt voll mit fülligem Gemüse aller Art. Es ist sehr füllig. Geht doch. Sag ich doch. So, dann nehmen wir das bei. Haben wir eigentlich mehr als das, genau. Mehr als damals bei Maniac Mansion mit der Kettensäge, nicht wahr? Wo war das Benzin, Eike? Ich weiß es nicht mehr. Weiß es nicht, weil du es auch nicht gespielt hast. Nein, nein, war auf den, natürlich auf dem Mars. Wo auch sonst. Und ja, ich weiß, es gibt auch Stories, in denen es heißt, ja, wenn man irgendwas Bestimmtes macht, dann bekommt man es auch in den Spiel. Aber es ist eigentlich... genauso glaubwürdig wie, wie war es nochmal, irgendwas mit einem Ast in den Hof, wo der Swimmingpool ist, da draufklicken, wenn der Mond da steht und sowas. Da gab es irgendwann mal einen Artikel in einer Zeitschrift, glaube ich, aus der Zeit, der allerdings auch von am 1. April geschrieben wurde, wenn ich mich nicht irre. So, gut. Bist du gerade nur auf der Stimme da rumgelaufen? Nein, du guckst doch gar nicht zu, Eike, oder? Du weißt doch, was wir jetzt machen müssen. Wir müssen das Chili-Pulver verwenden. Ja, du bist gerade auf der Stelle rumgelaufen, oder? Nein, weil ich kurzzeitig dachte, ich müsste jetzt mal hier hingehen, aber ja, ich war noch das Chili-Pulver dabei. Der Loring, seit der Mutteraktion soll ich bestimmte Sachen nicht mehr zu ihm sagen. Tu ich aber. Ich Mutteraktion? Das würde mich jetzt interessieren. Die Blüte ist nur mit Chili-Pulver überschüttet. Genau, dann rufen wir jetzt mal den Clown. Er wünscht, meine traurigen Dienste in Anspruch zu nehmen. Ja, ich würde dich gerne etwas aufheitern. Wie kann ich euch wohl aufheitern? Ich zweifle stark an, dass das euch gelingen wird. Ja, das ist auch irgendeiner von den Freunden, der Entwickler. Wetter, Getränk, Fräulein. Nein, Fräulein darf man doch nicht mehr sagen, nicht wahr? Oh ja, total, Meta. Nein, Quatsch. Sozialkritisch. Ja. Was würdest du wählen, Eike? Ich bin raus. Wieso bist du raus? Nö. Meh. Okay. Mach alleine. Dann hören wir. Will ich jetzt aber aufhören, Eike. Wenn du keinen Bock hast, dann will ich auch nicht weitermachen. Jetzt mach einfach, spiel einfach weiter. Warum geht ihr nicht hinaus in die Welt und lernt nette Fräuleins kennen? Wie die Nase eines Mannes. Was? Wie? Oh je. Ihr meint doch nicht etwa... Und ja, das meine ich. Welche Dame möchte so etwas schon kennenlernen? Och, gibt für jeden kranken Fetisch auch Leute, die darauf stehen. Oh, wie mich das deprimiert. Ich brauche sofort meine Blüte. Oh nein, hat mir das Schicksal etwa auch die Pest an den Hals geschickt? Ich muss sofort das Bett aufsuchen. Das war jetzt aber komisch. Eiko, oder?
Hast du es gesehen? Da war er jetzt komischerweise hingegangen und da war irgendwie gerade einen kleinen Fehler. Da haben wir gerade einen kleinen, ja, ist ein Animationsfehler gesehen. Aber dafür haben wir jetzt nur jetzt die Animations... Quatsch. Die Clownsnase natürlich. Die rote Aufziehnase des unlustigen Gauklers Beppo. Ja, und da, wenn wir jetzt hier schon hier sind, können wir jetzt auch gleich nochmal das machen, was wir eigentlich hinten in, im alten Eis machen müssen. Ach ja, Tür müssen wir ja extra öffnen. Mit den Pfandflaschen, wo wir gedacht haben in der Gegenwart, dass wir die gegen Pfand eintauschen müssen. Quatsch, die leeren Bierflaschen. So war es gewesen. In Flaschen gefüllte Wolke scheint von innen langsam die Flaschenwand zu zersetzen. Das ist das Beste. Ach ja, Türen bis wann öffnen. Lieber Himmel, ich glaube, ich bin blind. Ein sehr erotisches Maurer-Dekolleté dazu noch. Okay. So, jetzt haben wir Wolke und das Beil. Ich würde mal sagen, ja, ohne große Umschweife, ja, ziehen wir uns jetzt mal das Beil durch, nicht wahr, Eike? Wie sagt man, wir führen es seiner Bestimmung hinzu, nämlich zu hacken. Und zwar der Baumstumpf. Eine Minute, du. Der Baumstumpf ist nun völlig ausgelutscht. Ist das der richtige Begriff für einen Baumstumpf? Ich weiß ja nicht. Frisch abgehackte Holzscheite bester Qualität. Ein paar mehr können wir aber sicher noch mitnehmen. Na, das geht ja. Sind ja genug Holzscheite hier. Es sind ja nur wenige. So, ich meine natürlich Baumstümpfe. Jetzt ist das reichliche Holzscheite, aber... Ah, komm, die Zweige, die schnappen wir uns noch. Wobei, ist es euch auch egal, weil in der Zukunft sind die ja eh nicht mehr. Sind hier eh keine Bäume vorhanden, die man eventuell weghacken könnte, alle Day of the Tentacle. Oh nein, jetzt habe ich gerade das schon vorweggenommen, Eike. Oh. Was wir jetzt machen müssen. Frisch abgehackte Holz. Ist doch egal, wir kennen das Spiel auswendig, Dietz schon. Wir müssen hier nicht einen auf Rätselacken machen. Rätselacken? Erzähl keinen Quatsch. Mache ich doch nur einen Hinweis auf ein anderes Spiel, auf das das hinweist. Vor allem dieser Hinweis hier. Ein kleiner Baumjüngling, der sich im Laufe der Zeit zu einem prächtigen Baum entwickeln wird. Wenn man ihn denn lässt. Ja, wenn man ihn lässt. Hacken. Fertig mit Wachsen, du Luder. So war das gedacht. Und schon haben wir die Realität wieder verändert. Ah, ja, ich liebe diese Zeitreisespielchen. So, dann... Ja, dann ziehen wir uns mal wieder in die Gegenwart zurück. Mal sehen, was hat sich dadurch jetzt geändert? Die Bank ist jetzt nicht mehr ganz so, ist jetzt gerade, dadurch können wir jetzt mehr als die Brotkrumen nicht mehr sah an ihnen dran. Eine Papiertüte, vermutlich mit Brotkrumen gefüllt. Vermutlich. Ich habe mich zuerst gedacht, das kann ich ja verraten, wenn man nicht versucht, die Brotkrumen wegzunehmen, dann wird der wach und spricht dann auf Türkisch an. Vielleicht können die Leute ja sagen, was das ist, die das Spiel gespielt haben. Was er sagt. Und jetzt, da ja der Baum weg ist, sind die weiter von weg, deswegen können wir sie mitnehmen. Und Stein. Das ist Anthony. Ein Paradebeispiel an psychologischer Suggestionskraft. Nach jahrelangem Aufzählen seines Spitznamens glaubt er inzwischen selber, er sei schwarz. Ah. Okay, jetzt hol dir gleich den Stein mit dem Anthony. Ohne Vorwerfen. Nee, das muss man schon machen. Obwohl, ich glaube man... Na dann, das muss man nicht machen. Ich wette, man muss es nicht machen. Ja, aber dann müsste man, glaube ich, auf Anthony und dann machen wir. Na gut, dann probieren wir mal, schauen wir mal, ob das wirklich funktioniert. So, mit dem Tag-Team. Tag-Team. Genau. Mal sehen, ob das funktioniert, weil wir ihm den richtigen Stein geben, ob wir der direkt oder ob es wirklich so sein muss, dass man erst den einen werfen muss und dann den anderen. In den Ästen dieses Baumes steckt ein orangenes Objekt fest. Ja, das ist keine Orange. So. Ha! Na
Okay, aber was macht man mit den anderen Steinen? Der ist jetzt quasi so ein... Wie nennt man nochmal Gegenstände in Point-and-Click-Spielen, die keinen Sinn ergeben? Oder die nutzlos nicht mehr braucht? Nein, da gibt's auch irgendeinen Fachbegriff für, glaube ich. Ist doch scheißegal. Ist doch scheißegal. Ich glaube, das ist eine Frisbee-Scheibe. Nein, es ist eine Pizza, eine versteinerte. Quatsch. Nimm die Frisbee-Scheibe. Duke Nukem 3D Frisbee. Muss ein Sammlerstück sein. Ja, und das werden wir nicht verkaufen. Oh, was haben wir da? RC Speedboat. Sehr geile Sache, das. Ich glaube, daran hätte ich auch noch Spaß. Speedboats? Ich weiß ja nicht. Das ist wahrscheinlich genauso wie diese Carrera-Bahn, Leute. So, okay. Wir haben die Brotkrumen und das Kissen. Die Brotkrumen, stimmt, die brauchen wir jetzt eher nicht mehr. Die müssen wir jetzt weitergeben an den Kai. Weil, ihr habt es wahrscheinlich schon gedacht, das Huhn natürlich. Mit dem Kissenbezug musst du aber noch was machen. Ja, aber das ist eher, das müssen wir erst verarbeiten, den Kissenbezug. Ein Kissenbezug mit Ottos unlustigen Elefantendingern. Ich glaube, das stammt von Bens Bett. Man riecht. Naja, so schlimm riechen die auch wieder nicht. So, das Gemeindeamt. Was macht man denn ein Gemeindeamt? Ich weiß, wir sind Deutschland. Bürgeramt. So. Erstmal mal ein bisschen umschauen hier. Ah, in der Version der Burg können wir wohl einfach nicht rein. Wo wollt ihr denn hin? Wieso? Ohne Eintrittskarte bleibt ihr bitte schön draußen. Um sich ein paar alte Steine anzusehen, muss man latzen? Dann sollten wir uns wohl mal umhören, wie wir hier am besten reinkommen. Genau, so, da habe ich jetzt auch den Dialog mit ihr nochmal quasi unterbrochen, Eike, verstehst du? Da müssen wir dich nochmal anreden, weil, naja, man muss leider, um wieder in die Burg zu kommen in dieser Realität, brauchen wir extra eine Eintrittskarte. Und ja, ich habe mich auch verschrieben. Ich habe zuerst geschrieben, das ist der Fischmarkt. Nein, es ist der Flachsmarkt. Was kauft man auf einem Flachsmarkt, Eike? Flachse. Ein paar Damenverkleidungen passend zu dieser Veranstaltung. Hm. Wäre die Kleidung schwarz, könnte man auch Gothic-Schlampen sagen. Wer darf das sagen? Ein wunderschöner. Okay, jetzt mach das mit dem Dings, aber mit der Karte hat das keinen Sinn. Das muss, den Dialog brauchst du nicht. Für die Burg reicht doch, dass ich einmal als Kind drin war. Glaube okay, klick, uninteressant, langweilig, bla 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 bla. Ja, weil Ecke schon gesehen hat, ist alles wieder langweilig, nicht wahr? Ist uninteressant, weil du es nicht brauchst. Ich habe noch eine Komplettlösung offen. Du brauchst nicht einen Dialog mit den Idioten hier zu wechseln, außer dem Dolch. Ja, warum wollen wir das denn machen? Einfach nur die Aufgaben machen und alles liegen lassen. Einfach nur das Wichtige. Ja, richtig, damit die Leute das selber erleben können. Nicht alles, was unwichtig ist, raus. Aha. So sieht's aus. Das ist das Beste. Heißen Sie wirklich Dieter? Wie sind denn Ihre Dolche so? Naja, wie sollen die schon sein? Ein Griff, eine Klinge, das ist es dann auch schon. Nur, dass man mit diesen ollen Replikats natürlich nicht mal ein Brot schneiden könnte. Ja, ist ja klar, weil wir ja als echte Waffe ziehen. Mögen Sie etwa keine Replikas? Ach, für die Vitrine sind die Dinger ja vielleicht noch gut. Aber ich würde doch mal gerne einen echten in der Hand halten. Einen ohne Fabriknähte, wo man die Handarbeit noch tasten kann. Zweideutigkeit. Jo, können wir uns so ein Teil mal anschauen? Wisst ihr was? Ihr könnt von mir aus sogar einen haben. Die Dinger will eh kein Schwein haben. Sehr geil, thanks. Ja, und wenn wir schon nach eingefragt haben, können wir gleich noch einen anderen, noch einen zweiten fragen. Guten Tag, der Herr. Wäre es zu dreist, nach noch einem dieser Fake-Dolche zu fragen? Naja, bevor ich sie alle wegschmeiße, hier bitte. Bevor sie schlecht sehr werden. Sehr geil, thanks. Cool, da haben wir zumindest genau. Nun denn, man sieht sich. See ya. Genau, dann haben wir wie bei den Steinen jetzt auch nochmal einen Ersatzdolch, die Weike. Einer dieser Fake-Dolche, den uns Deutsche Dieter gegeben hat. Wenigstens ist er schön spitz. Was haben wir da? Diese übrig gebliebene Nase eines Schweins, noch kaum verwest. Schwein. Das ist witzig, denn eigentlich darf er kein Schwein, Eike, nicht wahr? Diese Schweinenase soll angeblich bemerkenswerte Pilzschnüffel-Eigenschaften gehabt haben. Ich
frage mich, ob ihr Talent nach dem Tode erhalten wird. Ah, du kannst du ja mal aufsetzen. Ich würde es glatt probieren, wenn sie mir nicht wieder aus dem Gesicht fallen würde. Ja, wir wissen den Hinweis. Kannst du schon denken, Eiko, wie man die dann braucht, nicht wahr? Ja. Ja. Wollen wir dann auch mit den Grillschweinmann reden? Zeit. Ja, bei 15 Minuten, ne? Können wir jetzt okay, eigentlich... Okay, dann an aus. Bis denn, Leute. Dann sehen wir uns dann nachher. Und diese Klamotten bringen dich um. Bei mir haben die Schmerzen schon lange aufgehört. Gibt es noch mehr in die NPCs, die halt reinquatschen? Ich habe jedes Gefühl in den Gliedern verloren. Ja, ist gut jetzt. Also Leute, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Und Eike sagt auch Tschüss. Nein.